Wenn du diese quälenden Rückenschmerzen hast und einfach nur leidest und dich fragst, warum du nicht wirklich andauernd Schmerzmittel nehmen willst und eine Lösung einfach nicht in Sicht ist, dann bist du hier genau richtig. Denn die gute Nachricht ist, wir wissen, dass diese Rückenschmerzen meist einfach durch zu hohe Spannung der Muskeln und Faszien entstehen. Und das wirklich Tolle ist, du kannst deinen Körper fragen, ob das auch bei dir zutrifft. Mach einfach diese beiden super effizienten Liebschaum-Pracht-Übungen zusammen mit René, die ich dir jetzt gleich zeige. Und danach fühlst du einfach rein, was deine Rückenschmerzen sagen. Und am Schluss zeige ich dir, wie du quasi beim entspannten Rumliegen deinen Rücken deutlich entspannen kannst. Welches ist jetzt der Muskel, der oft Rückenschmerzen macht, der meistens Rückenschmerzen macht? Das ist der Hüftbeuger. Und damit du das nachvollziehen kannst, der ist hier festgemacht. Dann läuft ein Teil hier ins Darmbein rein und der andere Teil läuft hier in der Lendenwirbelsäule ein. Und wenn du sitzt in dieser Position, dann ist er ganz kurz. Und wenn du stehst, ist er deutlich länger. Und das ist genau das Problem. Weil wenn wir viel sitzen, ohne es auszugleichen, dann wird hier vorne immer alles kürzer. Das heißt, eine unsichtbare Kraft von innen zieht uns nach vorne und der Rücken muss gegenspannen und uns wieder hochziehen. Und das ist unserer Erfahrung nach der Hauptgrund für die Rückenschmerzen im unteren Bereich. Und diese Situation, die lösen wir jetzt auf für diesen einen Muskel, dass er deutlich entspannter ist. Und fühl mal vorher rein, wie so deine Rückenschmerzen sind und fühl danach nochmal rein. Und es kann sein, dass du das schon merkst, oh, deutlich besser. Was müssen wir jetzt machen? Übung Nummer 1, geh direkt an diese Ursache, die ich dir gerade erklärt habe. Wir wollen den Hüftbeuger ein bisschen aufdehnen. Und eine schöne Variante ist die, du kniest dich vor eine Wand. Wenn deine Knie zu empfindlich sind, dann leg einfach ein Kissen drunter. Wenn du nicht knien kannst, kannst du die Übung auch im Stand machen. Aber es hat einen Vorteil, wenn die Knie gebeugt sind. Ja? So, jetzt geh mal hoch in den Kniestand, nimm die Hände gegen die Wand, dann kannst du dich gut festhalten, dass du schön sicher bist. Und jetzt konzentrierst du dich auf deine Hüfte. Und zwar machst du Folgendes, du ziehst mal den Bauchnabel ein und bringst die Leisten nach vorne. Und dann merkst du, du gehst aus dem Hohlkreuz raus. Und wenn du das gut einstellst, ist die Übung nochmal effizienter, als wenn du es einfach nur so machst. Dann wirkt sie auch schon ganz gut, aber so ist es noch besser. Und als nächstes schiebst du die Leisten immer weiter nach vorne und versuchst mit dem Bauchnabel zurückzugehen. Und du kannst auch gern den Kopf ein bisschen mit nach hinten nehmen. Und dann merkst du, es entsteht eine Spannung hier vorne in den oberen Oberschenkeln. Dann im Hüftgelenk vielleicht. Und vielleicht zieht es sogar in den Rücken rein. Und da steigerst du dich jetzt erstmal so vorsichtig rein, bis du merkst, aha, jetzt zieht es langsam so, dass es gerade noch gut zu ertragen ist. Ja, das ist immer diese Einstellung, die wir gerne möchten. Atme schön tief ein, tief aus und schieb immer weiter deine Leisten nach vorne. Und wenn du es zufällig mal vergleichst mit der Übung, wo du stehst, dann merkst du, es fühlt sich hier anders an, weil hier zusätzlich zu diesem einen Muskel, der ja der Hüftbeuger ist, noch ein anderer hüftbeugender Anteil eines anderen Muskels dazukommt. Deswegen ist die Effizienz noch ein bisschen besser in dieser Position. Ja? Schön immer weiter nach hinten kommen. Geht nicht mehr mehr. Dann bleib so. Dann bleib genau so. Und jetzt brauchen wir die Zeit, dass die Faszien nachgeben, dass der Muskel nachgibt, dass er Spannung verliert. Einfach das dran gewöhnen, das Ausgleichen. Und das mit dem Kinn, Roland, war das wichtig? Das ist jetzt unwichtig. Unwichtig. Okay. Du kannst, wenn du das ansteuern kannst, noch gucken, dass du den Kopf nicht zu sehr überstreckst, sondern dass du das Kinn mit zurücknimmst. Aber das ist ein Nebenschauplatz jetzt. Ja? Genau, man sieht, das geht immer weiter jetzt. Am besten schön von der Seite auch mal zu sehen. Aber da wird der Schmerz schon intensiver, ne? Also ja, da musst du wieder ein bisschen rausgehen. Also wenn du merkst, es wird zu intensiv, du kannst nicht mehr entspannt lächeln. Ja, das ist das Zeichen spätestens, dass du ein bisschen rausgehen musst wieder. Beweg dich halt immer an der Grenze. Nicht, dass die Übung zu früh abgebrochen werden muss, weil die Übung zu früh abbrechen müssen, bedeutet, du hast zu stark und zu intensiv geübt. Und das ist genauso wenig förderlich wie zu schwach üben. Immer genau reinkriegen oder rauskriegen, welche Intensität ist die passende, die richtige ist. Jetzt haben wir vorgedehnt, jetzt beginnt das Krafttraining. Das heißt, René, gut konzentrieren jetzt. Du lässt alles so, wie es ist. Und mit der Kraft aus deiner Hüfte und aus deinem Bauch
Versuch es jetzt, die Wand mal ganz sachte wegzuschieben. Mit meinen Armen, aber nicht... Ja, klar, mit deinen Armen. Genau. Noch ein bisschen drücken, aber nicht bewegen dabei. Und lass wieder locker. Und probiere, ob du lächelnd noch ein bisschen weiter in die Dehnung kommen kannst. Ja, noch ein ganzes Stück, wenn ich jetzt so... Ja, wird es immer mehr jetzt, ne? Das merkst du auch bei der Dehnung. Mach am besten direkt genauso mit. Genau die Anleitung, die ich dir gebe, die der René auch praktisch jetzt umsetzt. Und nochmal, du drückst wieder aus dem Bauch raus gegen die Wand, aber hier ist es zu viel Bewegung drin. Guck, aus dem Bauch raus gegen die Wand. Also eigentlich drücke ich nur meine Arme gegen die Wand, oder? Ja, aber nicht mit Armkraft, sondern mit Körperkraft. Was heißt das genau? Dass du jetzt nicht die Arme versuchst zu strecken, sondern dass du die Arme lässt und du versuchst, mit deinem Bauch die Wand wegzuschieben. Verstehe. Die Kraft kommt aus dem Bauch sozusagen. Ja. Wenn du mit den Armen ein bisschen drückst, ist das auch eine gute Übung. Die wird auch was nutzen, ja. Aber wir wollen ja in der kürzesten Zeit den bestmöglichen Effekt rausholen. Und wieder locker lassen. Okay. Oh, ich kann wieder ein Stück. Kannst wieder ein Stück nach hinten. Und von der Zeit her können wir jetzt auch langsam wieder rausgehen. Geh mal langsam wieder raus. Hände alles weg. Ja, und komm mal hoch und lauf mal 3 Schritte hin, 3 Schritte her. Fühl mal kurz rein. Ja, das merkt jeder gleich. Merkst du gleich, das gell? Würde jeder gleich Wenn merken. Wenn du das auch merkst bei dir, dann hätte ich gern einen Daumen nach oben und einen Kommentar, wo du beschreibst, wie es dir geht. Jetzt machen wir die nächste Übung. Bei der nächsten Übung geht es um die Rückseite. Wir haben ja bei der ersten Übung die Frontseite aufgedehnt und hinten ist das reaktive Anspannen, so sagen wir immer, den die meisten Masseure fühlen, wenn sie sich mit dir beschäftigen und merken, oh, wie hart ist denn das alles? Das kriegen wir jetzt durch die Übung immer besser in den Griff. Du setzt dich hin, wie René sitzt, und jetzt beug mal einfach nur deine Beine. Ja, ungefähr ein rechter Winkel. Und jetzt drückst du mit den Füßen zusammen und guckst mal, ob deine Fußsohlen gegeneinander gehalten werden können. Als würdest du beten mit den Fußsohlen. Ja, lass die Knie auseinanderfallen. Genau. So. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du merkst schon, oh, weiter nach vorne komme ich gar nicht. Dann müsstest du jetzt vielleicht mal versuchen, deine Knie zu greifen und dich dort ranziehen. Oder die Schlaufe nehmen und die Schlaufe einhängen oder ein Handtuch drumlegen und dich einfach am Handtuch nach vorne ziehen. Aber es kann auch sein, dass du ein bisschen weiter nach vorne kommst. Geh so weit nach vorne, wie es geht. Und jetzt geht es darum, hier unten, da wo dieser Hartspann ist, den aufzulösen. Da gehört Zeit dazu und eine gewisse Kraft, auch das rauszudehnen. Gell? Deswegen zieh dich immer weiter nach vorne, fühl rein. Wenn es nachgibt, gehst du noch ein bisschen weiter nach vorne. Und wir müssen dieser Sache erstmal ein bisschen Zeit geben jetzt. Aber nicht wippen, sondern ganz ruhig nach vorne ziehen. Das Wippen insgesamt wäre gar nicht so schlimm, wenn das nicht alles so verhärtet wäre. Je älter du wirst, desto mehr muss man aufs Gewebe achten, dass man vorsichtig das wieder dran gewöhnt, in Bewegung zu kommen. Wenn ein junger Mensch könnte von vornherein gleich wippen oder so, ja. Aber wir sind ja erstmal für die Schmerzzustände zuständig sozusagen, deswegen langsam rangehen. Man könnte immer quasi weiter reinziehen. Man könnte quasi sagen, ich habe gerade jugendlich gewippt. Ja, genau. Immer weiter reinziehen und fühlen, die Dehnung muss hier hinten spürbar sein. Es kann auch sein, dass du im Hüftgelenk merkst, in den Leisten, runter bis ins Gesäß, Rückseite, Oberschenkel. Das alles kann mit drin hängen, je nachdem, was verkürzt ist und was angespannt ist. Noch ein paar Mal atmen. Gewöhne dir an, wenn du das schon ansteuern kannst, immer beim Ausatmen noch ein bisschen mehr in die Dehnung reinzugehen. Roland, einatmen und ausatmen noch ein bisschen mehr. Ja? Kann man noch ein bisschen variieren mit dem Winkel oder ist es sinnvoll, dass man in 90 Grad bleibt? Du könntest, wenn du weiter nach vorne kommst, auf dem Gesäß zurücklaufen. Und dann wird der Winkel ein bisschen flacher und du kannst dich wieder besser nach vorne ziehen. Okay. Ja? Ja. Immer so, dass du merkst, du kannst dich gut ziehen, du kriegst die Dehnung da rein, alles wunderbar. Und jetzt fügen wir auch hier unser Krafttraining noch ein. Jetzt spann mal hier unten an, du machst am besten gleich mit und versuch dich aufzurichten, halt dich aber fest, dass keine Bewegung zustande kommt. Also spann mal an heißt, ich will hoch, aber verhindere. Du willst hoch, willst hoch, aber du verhinderst es, weil du dich ja festhältst mit den Händen an den Füßen. Ja. Dann lass wieder locker und zieh dich weiter nach vorne und du merkst, jetzt geht es ein Stückchen mehr. Das merkst du zu Hause bestimmt auch.
Und jetzt mal, du ziehst wieder nach hinten, ziehst nach hinten, ziehst nach hinten, lässt locker und gehst ein Stückchen weiter nach vorne. Und jetzt haben wir auch lange genug geübt, 2, 2,5, 3 Minuten. Und jetzt gehst du nach oben langsam und jetzt steh mal auf und lauf nochmal und fühl nochmal rein. Es kann gut sein, dass es jetzt nochmal sich besser anfühlt. Gerne wieder einen Daumen nach oben und einen Kommentar schreiben, wenn es so ist. Und jetzt hatte ich ja noch versprochen, Rücken entspannen beim Entspannen. Wie soll das gehen? Das geht mit dem Rückenretter beispielsweise, ersatzweise mit ein paar Büchern, die du unterlegst. René, bitte leg dich mal runter und nimm mal den Rückenretter und stell ihn unter dein Kreuzbein. Kreuzbein über Steißbein. Genau, da wo das Steißbein ist, kannst du mal fühlen, wenn du möchtest. Und oben drüber beginnt gleich das Kreuzbein. Ja. Da legst du dich drauf, lässt die Beine erstmal zusammen, bitte. Jawohl. Und fühlst mal rein. Das dehnt jetzt normalerweise auch Innenseite, Oberschenkel, obere Seite, Oberschenkel, in die Leiste rein, in die Hüfte rein. Vielleicht zieht es auch im Rücken. Und erinnert dich diese Position an etwas? Vielleicht daran, was wir eben an der Wand gemacht haben, das Überstrecken nach hinten. Das ist ein ähnlicher Effekt. Halt im Ausruhen, ja, ohne was zu tun. Du kannst dabei lesen, wenn der Fernseher, sage ich mal, an der Decke hängt, kannst ein bisschen ferngucken, kannst vielleicht ein Buch in die Hand nehmen. Ich kann dir nur empfehlen, das möglichst oft zu machen, gerade abends vor dem Zu-Bett-Gehen, wunderbar, weil du dann eine Nacht hast, die mit viel höherer Wahrscheinlichkeit ja, mit Rückenschmerzen nichts zu tun hat. Ganz im Gegenteil, du hast einfach ein Wohlgefühl im Zentrum deines Körpers. Und wenn du dann merkst, die Dehnung lässt nach, dann kannst du immer weiter mit den Füßen auseinandergehen. Dann merkst du wieder mehr Dehnung. Das ist eine Einstellschraube, die du machen kannst, bevor du dann dazu übergehst, den Rückenretter noch einen Teil höher zu stellen oder Bücher drunter zu legen, noch mehr, dass du eben noch mehr Dehnung hast. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Rückenretter gehört zu unseren Hilfsmitteln, damit du bequemer deine Übungen machen kannst, einfacher und effizienter. Wenn du Infos dazu haben möchtest, klicke hier oder unter dem Video. Und wenn dir diese Übungen gefallen haben, vor allen Dingen, wenn du schon eine Minderung deiner Schmerzen gemerkt hast, was gut sein kann, dann schreib uns nochmal einen Kommentar, gib uns nochmal einen Daumen nach oben, fühl selber halt immer wieder rein, das ist das Wichtige. Und nicht nur jetzt bei dem Video, fühl immer in dich rein möglichst. Jeden Tag, was macht mein Rückenschmerz heute? Weil der spricht mit dir, der Schmerz. Und je mehr du mit ihm sprichst und kommunizierst, desto mehr verlierst du auch die Angst davor. Bitte teile das Video. Erzähl den Leuten von der Übung. Mach sie mit ihnen zusammen. Erklär ihnen die Zusammenhänge, die du ja schon verstanden hast. Ja, da kannst du wunderbar zu einer guten Sache beitragen, weil das muss jeder wissen. Wenn du mehr üben willst, dann hier bitte klicken für eine Rückenroutine, also mehrere Übungen in einer Routine zusammengefasst. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann auf jeden Fall abonnieren, damit du keine Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.